Und ich darf aufrufen jetzt endlich den Tagesordnungspunkt 2, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2038/79 zur Einbringung. Darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen? Verbindlichsten Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ja zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern vereinbart wurde, dass dieser Gesetzentwurf heute nur eingebracht werden soll, will ich nur die wichtigsten Punkte ganz kurz skizzieren und freue mich jetzt schon auf eine vertiefte Diskussion im Ausschuss. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt die Landesregierung die EU-Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung neuer Berufsreglementierungen in Hessen 1:1 um. Die Verpflichtung zur Verhältnismäßigkeitsprüfung bei berufsreglementierenden Vorschriften, also Vorschriften, die den Zugang oder die Ausübung von Berufen beschränken, ist dem Grunde nach nicht neu. Schon die Berufsqualifikationsrichtlinie aus dem Jahr 2005 hat eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgesehen. Die EU-Kommission hat aber in unterschiedlichen Mitgliedstaaten Mängel bei der Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung festgestellt. Und um diese Mängel zu beheben und die Verhältnismäßigkeitsprüfung in den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen und zu verbessern, wurde die Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erlassen. Sie enthält nun detaillierte Vorgaben für die Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung und weitere Anforderungen an Beteiligung der Öffentlichkeit und die Notifizierung. Und die Umsetzung dieser Richtlinie erfordert eine Änderung aller Landesgesetze, in denen juristischen Personen des öffentlichen Rechts Rechtsetzungsbefugnisse im Bereich der reglementierten Berufe übertragen werden. Und das sind viele Gesetze. Das geht los sozusagen bei den A wie Architekten und Stadtplanern und hört auf bei P wie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Gesetz. Diese Gesetze werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf an die Vorgaben der Richtlinie angepasst. Vertiefte Fragestellungen dann gerne im Ausschuss. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben vereinbart, dass wir in der ersten Lesung auf die Aussprache verzichten und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA.